Jetzt will ich wissen, was die Ursache war. Maschinenköder. Wir wissen nicht, wo er herkommt. Rasgrund trug ihn an seinem Körper. Jede Wette. Er wurde durchsucht. Wie? Das will ich gar nicht. Ist jemand? Bertha Geneva. Sie hier hat die Behemoths vernichtet. Fremde. Ich bin beeindruckt. Und das kommt selten vor. Sag mir, wie kommst du zurecht mit lebender Beute? Hatte noch keine Klagen. Warum? Drei gefährliche Häftlinge sind geflohen. Und meine Männer hier können auf keinen Fall weg. Das wäre alles nicht passiert, wenn wir es wie früher machen würden. Aber das habe ich schon so oft gesagt. Und jetzt stehe ich hier. Und du stehst auch hier. Wie war es denn früher? Man grub Verbrecher bis zum Hals ein und ließ die Sonne richten. Scheint, als sei das Urteil bereits gesprochen. Niemand ist jemals rückfällig geworden. Wer sind die entflohenen Häftlinge? Drei aus den Isolationskäfigen. Mitleid überflüssig, der Sonnenkönig war sehr gnädig zu ihnen. Zuerst Rasgrund. Osaram Fallenbauer, Hastikaja, verrückt wie Schnee in der Sonne. Hatte eine Sprengung zu viel oder eine zu wenig. Und dann Ulja, Tenakt-Kriegerin, falls dir das irgendetwas sagt. Leider nicht. Ist das ein Stamm? Räuber. Aus dem Süden. Blutrünstig. Es heißt, sie wären Kannibalen, aber sie hat nicht schlecht Grütze gefressen. Und schließlich noch Gawan. Ein Verräter, der den Exilanten Waffen brachte. Im Vergleich zu den anderen klingt das eher harmlos. Er war Mitverursacher des Bürgerkriegs, aus reiner Scherbengier. Eine Maschine ist harmloser. Also sperren die Kaja hier Verbrecher ein? Seit der Befreiung. Hier sitzen alle, von Dieben bis zu Falken des verrückten Königs Jiran. Der Sonnenkönig glaubt an die Kraft des Wandels. Und manche wandelten sich auch, häuteten sich wie Echsen. Ich dachte mal, alle Verbrecher wären gleich. Deshalb lässt mich der Sonnenkönig Sonnenfels leiten. Als Bildungsmaßnahme. Klingt nach einer Ehre. Ich meine, ich kenne sonst keine Frauen-Kaja-Rüstung. Nein. Ich bin keine deiner Schwester. Frauen tragen keine Kaja-Rüstung. Als Kind beschloss ich, ein Soldat zu werden. Und zwar gut genug für Awards Ehrengarde. Es gab Gerede, was ich wäre. Dann sagte ich immer, guck nach. Und ich brech dir den Arm. Nach einigen gebrochenen Armen gab es weniger Gerede. Ich bin neugierig, aber ich möchte lieber nicht mit dir kämpfen. Okay. Du willst also die Häftlinge zurück? Nein. Ich will sie unter der Erde. Sie werden dir keine Wahl lassen. Der Sonnenkönig zeigte seine Großzügigkeit. Und jetzt sehen sie meine. Ein Kopfgeld für sie alle. Ulja, die Tenakt, Rasgrund von den Osaram und den Verräter Gawan. Wenn ich das für dich tue, brauche ich eine Spur. Na, als Ulja ins Sonnenreich kam, war sie bei den Dschungelbanditen. Dort wird sie wieder sein. Rasgrund fanden wir in einer Kluft am Dämmerberg, wo er an seinen Bomben bastelte. Und Gawan wird alles dran setzen, über den See zu kommen. Da wette ich drauf. Suche in Lichtenmarkt. Thank you.
Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Die Banditen habe ich schon erwischt. Es sollte nicht allzu schwer sein, diese Kriegerin zu finden. Die Banditen finden in Kämpfen heraus, wer der Stärkste ist. Du hast schwaches Blut. Vielleicht schicken sie sollen. Ich sagte doch, dass sie kommen! Macht sie zu Kleinholz! Erweise dich würdig, auf meiner Haut verewigt zu werden! Hätten wir da nicht drüber reden können? Die Kaja reden immer. Reden und bluten. Reden und fesseln. Aber du kämpfst wie ein Tenakt. Ich hätte dich als Kind genommen. Man nimmt doch nicht einfach ein Kind. Die Starken nehmen von den Schwachen. Und so werden sie immer stärker. Die Geschichten in meiner Haut geritzt. Sie, Kinder, Besitz, Leben und Land. All das gehörte mir. Trinke mein Blut und sie leben weiter. Nein, Ulia, ich trage schon genug Geschichten. Thank you.
noch nicht den Geist auf. Was Vorrat? Nichts Geringeres als die Kleidung einer Karja-Heldin. Wenn dieser Gawan hier vorbeigekommen ist, sollte ich mal in der Taverne fragen. Lana Khan Padish. Sonnen habe ich dir jetzt. Die Sonne ist mein Zeuge. Noch nie war hier eine Nora zu Gast. Und ein Mann namens Gawan? Nein, ich kenne keinen Gawan. Aber wir sind eine Handelsstadt. Hier kommen viele durch. Da bin ich mir sicher. Auch solche, die niemand sehen soll. Ich weiß nichts von deinem Gawan. Wenn er Ärger macht, ja, geht mich nichts an. Ich habe jetzt zu tun, Nora-Mädchen, wenn es recht ist. Völlig unverdächtig. Ich sollte mich hier mal ein bisschen umsehen. Ich kann nicht aufhören, über meine Schwester in Sonnenfall zu denken. Wenn die Sonne will, wird sie in Sicherheit sein. Bald nehme ich mir Urlaub. Ich weiß nur noch nicht, wohin. Hallo, Gawan. Du hast nicht allein aufbekommen. Ich habe ja keine Ahnung, dass du mal so wichtig bist. Aber du wolltest nicht zum Hafen. Und du warst nicht allein. Egal sein. Anscheinend haben sie sich nicht besonders gefreut, ihn wiederzusehen. Das war's noch nicht. Der ein Ausdruck und so.
Gottheit schafft, kann auch mein Messer vertragen, oder? Es gab keinen Ausbruch. Du bist ein Spitzel. Meridian hat dich zu uns geschickt. Das sind jetzt meine Geschäfte. Und ich lass mir nichts gefallen. Wen hat es da erwischt? Freunde von dir, Gavan? Lass sie nicht entkommen! Ganz niemand verschwindet ruhig. Einfach so spurlos. Bis später. Du sollst mich nach Sonnenfels zurückbringen? Nein, nicht zurückbringen. Naja, Hashif hat das schon für dich erledigt. Janeva sagte, dir ging es immer nur um Scherben. Ist das wahr? Ich könnte alles behaupten. Kranke Mutter, ich tat es für die armen Kinder. Es wäre gelogen. In dem Jahr, das ich im Käfig verbrachte, habe ich nur den Mord an der Wache bereut. Da haben sie mich erwischt. Nimm das mit nach Sonnenfels zurück.
meist nicht lange, bis Plünderer auftauchen, die nach Teilen suchen. Hallo! Ich hatte Soldaten erwartet. Das mächtige Karja-Reich muss ganz schön arm dran sein. Wie traurig. Egal, Kopfgeldjäger sterben wie alle anderen. Willkommen in der Kluft des Todes. Ernsthaft jetzt? Sadist, Mörder, Fallenbauer, alles zusammen. Darum haben sie mich in das Loch gesteckt.
Ja. Oh, du hast ein paar Tricks drauf. Ich bin neugierig. Haben meine Behemoths zufällig Geneva getötet? Ich muss dich enttäuschen. Ja, darum habe ich mein Spielzeug, um mich vom Schmerz abzulenken. Noch nicht! Dann also auf die harte Tour. Hoppala! Es läuft nicht bei dir, oder?
hartnäckig, was? Sachte, pass auf deine Finger auf. Du hast mich. Keine Fallen mehr. Sag Janeva, dass ich ab jetzt brav sein werde. Und das soll ich dir glauben? Was hast du in der Hand? Oh, das? Nur eine kleine... Ups. Er starb wohl bei dem, was er liebte. Zeiten der Verzweiflung. Immer konzentriert. Immer. Das Karja-Sonnenreich weiß deine Hilfe in diesen Zeiten zu schätzen. Das ist der offizielle Satz. Ich sage, ich kann dir ansehen, dass du alles erledigt hast. Zwei sind nicht durch mich gestorben. Die andere wollte im Kampf sterben. Sie hätten ohnehin den Tod gefunden und andere getötet. Das dachte ich mir auch. Kluges Kind. Das war es dann wohl also,
Geh im Licht. Uthid, ich habe ihn früher angebetet. Bei der Sonne. Das Exil setzt den Alten ganz schön zu. Wie ich höre, ist er... Man kann nie wissen, wann man das mal braucht.